meine lieben Freunde, der sich auf Videos von Freunden des guten Modegeschmacks beziehen in Unterhaltung. Ich sitze hier heute mal wieder allein, das ist furchtbar. Wir kriegen es einfach nicht auf die Kette und viele von euch haben ja mittlerweile schon so Theorien aufgestellt, dass Willi und ich uns zerstritten haben. Ja, richtig. Wir machen gerade eine kleine Pause, wir brauchen ein bisschen Abstand voneinander. Willi macht Urlaub und ich bin hier am Malochen. Nee, natürlich nicht. Urlaubsseason ist gerade noch. Wir genießen jetzt die letzten pseudomäßigen Sonnenstrahlen, die hier unterwegs sind, und dann wird irgendwann wieder richtig Gas gegeben. Aber heute habe ich mir gedacht, weil ich alleine bin und das jetzt hier alles ganz schnell gehen muss, habe ich am Wochenende ein Video mir angeguckt. Und zwar von, viele von euch können sich's ja schon denken, dem guten Andi und Klöt, die wieder sehr investigativ und, wie sagt man, es fehlt mir die Vokabel, die richtige dafür. Kritisch war es nicht. Naja, ist egal. Heute ist nicht so mein Tag scheinbar. Die haben auf jeden Fall wieder ein Video gemacht, wo sie nochmal ihr Statement aufgegriffen haben zu Modern Fast Fashion. Den ganzen Spaß habe ich mir vorhin mal angeguckt. Leider haben wir ja hier keinen Livestream-Gedöns, wo man dann einfach sagen kann, das schaut man sich mal zusammen an und lädt es dann einfach hoch. Was nicht ist, kann ja noch werden, aber aktuell ist das nicht der Fall. Ich will jetzt hier auch keine komische Reaction machen, sondern würde einfach nur so auf einzelne Punkte eingehen und dann am Ende nochmal zu einer anderen Sache meinen Senf geben. Nur nochmal ganz kurz zum allgemeinen Verständnis oder wie ich das Video verstanden habe. Die Jungs haben die These aufgestellt, Modern Fast Fashion. Fast Fashion, die Definition sollte ja jedem bekannt sein. Es ist billig, ganz schnell, über 16 Kollektionen im Jahr, einfach sofort Trends aufgegriffen, umgesetzt, billig, beschissene Qualität, Kacke für die Umwelt, Kacke für die Leute, die da arbeiten. Da kommt demnächst aber auch nochmal was von uns zu. Und an sich nicht das beste System, und Modern Fast Fashion, der Meinung nach von den Jungs, hat im Gegensatz zu Fast Fashion eine gute Qualität, dementsprechend auch angepasste Preise, ist genauso trendorientiert, ist genauso wenig innovativ, hat genauso denselben Punkt, was die Verschwendung angeht, vielleicht noch ein bisschen weniger, aber am Ende ist es Fast Fashion nur so ein ganz kleines bisschen besser als eben so Zara und H&M und der ganze Kram. Die Hauptkritik, die sich da jetzt, und das ist eigentlich genauso wie bei Fast Fashion, darauf bezieht von den Jungs, ist, dass denen die Sprache fehlt, die Markensprache, so ein bisschen so eine Markenbotschaft. Dann wird das Ganze nochmal untermalt von einem Beispiel von Margiela mit ihrer Kollektionen, wo die so ein bisschen upcyclen und dann da auch immer Credits geben und so. Von so Sachen, muss ich ehrlich sagen, halte ich nichts. Also der Job von Margiela ist super stabil, aber da jetzt so eine Parallele zu ziehen zu Brands, die von irgendwelchen Influencern gemacht werden und überhaupt gar nicht in die Richtung Haute Couture gehen, dann da irgendwie so zu so einem High-Fashion-Beispiel zu nehmen, das finde ich, ist irgendwie so ein bisschen, hat meiner Meinung nach gar nichts miteinander zu tun. Und dann am Ende geht es nochmal darum, dass Supreme und Stussy zum Beispiel gute Beispiele sind für eine Streetwear-Brand, die das am Ende doch schaffen, cool zu sein und eine eigene Sprache zu haben. So, jetzt habe ich mir gedacht, okay, alles klar, das ist ja auch alles einigermaßen schlüssig argumentiert und vorgetragen worden von den Jungs. Was mir so ein bisschen gefehlt hat bei dem Video, ist nochmal der Blick, warum eigentlich? Also es wird immer damit gesagt, ja, es hat keine eigene Sprache, das ist, wird sich überall nur inspiriert, das wird überall nur aufgegriffen. Und dann wird aber selber gesagt, ja, aber Supreme und Stussy, die haben eine eigene Sprache und die machen das übelst gut. Und da muss ich sagen, gehe ich nicht mit. Supreme zum Beispiel ist einfach schon seit Jahren und Jahrzehnten eine Marke, da gibt es eigene Instagram-Accounts für, die mit jeder Kollektion immer wieder aufarbeiten, wo wurde sich da inspiriert, was wurde geklaut, und das wird da einfach durchgewunken und alle sagen, ja, das ist ja okay, das ist in Ordnung. Und jetzt bei einem 6PM oder einem Peso, die dasselbe machen, nur auf einem anderen Level, ist es dann jetzt ein großes Problem. Und ich glaube, das liegt zu weiten Teilen daran, das, was den Jungs hier fehlt und was die bestimmt auch sagen wollten, aber was für mich nicht so ganz klar war in dem Video, ist so ein bisschen dieser Bezug zur Subculture und mit dieser eigenen Sprache vielleicht auch eine Corporate Identity. Das heißt also, das große Problem, was ich sehe bei diesen ganzen Bubble Brands, die wir hier haben,
die sind cool, die machen auch einen stabilen Job, die bedienen sich nicht mehr oder weniger als ein Supreme oder ein Stussy oder irgendwelche anderen Marken auch an schon bestehenden Designs. Die sind sehr trendaktuell, die greifen Sachen auf, die jetzt gerade cool sind. Und das per se ist eigentlich auch nicht schlimm und auch absolut in Ordnung, weil das fast alle machen. Aber was denen fehlt, ist halt so das Standing. Supreme ist einfach ganz klar, das ist die Skate-Brand aus New York. Die haben diese Referenz zur Culture, die ist immer mit dabei, dass das Skatewear ist. Man weiß ganz genau, an was für einer Subkultur sich da bedient wird oder in welche Subkultur das reinspielt. Und dann kann man ganz anders damit auch affiliaten. Und die haben nochmal diesen Twist, dass die sagen, okay, wir nehmen jetzt Element XY, das gibt es 1:1 schon mal woanders, aber wir werfen da jetzt diesen Skate-Twist drauf. Stussy am Ende genau dasselbe, die ja noch mal mehr so diesen Art-Charakter, glaube ich, noch haben, also so ein bisschen Skate und Kunst. Und dann nehmen die am Ende auch Sachen, die es einfach schon gibt und machen die noch mal neu. Ich meine, es ist Streetwear, da wird das Rad nicht neu erfunden, aber die bringen dann noch mal so ein bisschen ihren eigenen Twist rein. Und wenn man sich jetzt überlegt, okay, wofür stehen denn die ganzen großen deutschen Marken? Wofür steht Peso, 6PM, ADR oder alle anderen Marken auch? Dann hat man da tatsächlich keine Antwort drauf. Die stehen irgendwo für eine Culture, für so ein Jugendmovement, so diesen Zeitgeist, den wir gerade haben mit Amerika und Hip-Hop und Rap und wir sind alle cool im Fashion-Game und tragen Jordans, aber das ist ja keine... Das ist ja jetzt keine Subkultur, dass man Mode konsumiert, dass man sich Jordans kauft und irgendwie sich bei Raffles einträgt und 70 L's hintereinander bekommt und dann bei StockX doch 200 Euro mehr dafür ausgibt. Das hat ja nichts mit einer Skate-Szene oder Fitness-Szene oder irgendeiner anderen Szene zu tun. Und ich glaube, da ist so ein bisschen das allgemeine Ausrichtungsproblem, was ja auch gerade in unserer aktuellen Modekultur meiner Meinung nach so stattfindet, dass wir keine... szenetechnische Ausrichtung mehr haben, sondern dass es nur noch Konsum, 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 Konsum ist und das schlägt sich am Ende dann eben auch auf die Produkte nieder, die wir jetzt irgendwie hier so konsumieren, von Leuten, die halt eben auch nur dafür stehen, was total okay ist, weil es eben der Zeitgeist ist. Ich habe im Zuge dessen mir nochmal Gedanken gemacht und mir überlegt, so krass, okay, worauf kommt es mir eigentlich an, wenn ich Klamotten kaufe, und habe jetzt hier das nochmal ganz kurz gerankt und würde die Punkte kurz mit euch durchgehen. Da würde mich natürlich wie immer auch interessieren, nach was geht ihr eigentlich einkaufen. Das sind tatsächlich hier 6 Punkte für mich und das ist von dem ersten, was ich jetzt erzähle, relativ egal, bis zur wichtigsten Sache. Und die Sache, wo ich tatsächlich einen größten Fick drauf gebe und was mich am wenigsten juckt, ist die Qualität. Unpopular Opinion vielleicht, aber wenn man jetzt nicht den allergrößten Rotz kauft, dann sitzt die Qualität in 90% der Fällen. Und das ist ja jetzt auch nicht so, dass ich hier hart hiken gehe und irgendwelche Berge hochkletter, sondern ich gehe zum Kaffee um die Ecke und hole mir mein Cappuccino mit Hafermilch, weil ich Laktoseintoleranz habe. Da brauche ich jetzt nicht unbedingt irgendeine Techwear-Jacke oder sonst was für eine krasse Qualität. Da ist tatsächlich Look over Function bei mir und Qualität ist, wenn das Mindestmaß erfüllt wird, juckt mich eigentlich gar nicht. Die zweite Sache, die danach kommt, die mir wichtiger ist als die Qualität auf jeden Fall, ist genau dieses Thema Subculture und Zugehörigkeit. Ich finde, Mode ist immer auch ein guter Weg, um eben in so Subcultures auch reinzukommen. Das ist der ästhetische Ausdruck der Subculture, die da mit drin hängt, ob das jetzt irgendein Musikgenre ist oder Skate oder Graffiti oder keine Ahnung was, da gibt es ja 1000 verschiedene Sachen, wo man sich auch über Mode so ein bisschen reindickt und ja dann auch immer parallel Hand in Hand dazu sich ja dann auch mit der Kultur dahinter beschäftigt. Und ich finde, wenn eine Marke auch für irgendwas steht, im Sinne von jetzt einer Kultur und die auch so ein bisschen supportet, dann finde ich das sehr, sehr nice. Was mir da noch wichtiger ist, ist dann Produktion und das ganze Thema Nachhaltigkeit. Qualität, habe ich ja gesagt, kann in Ordnung sein. Tatsächlich finde ich es aber extrem nice, wenn Sachen auch nachhaltig produziert werden. Gibt es aktuell zu wenig, meiner Meinung nach, zu wenig coole Klamotten, die auch eine faire Kette haben, wo die Leute, die da in der Produktion stecken, fair bezahlt werden, die aber auch vielleicht jetzt der Umwelt was Gutes tun, aber auch da tut sich ja einiges. In den letzten Jahren hat sich da auch schon einiges getan und wird noch relativ viel passieren. Wichtiger Punkt für mich ist Individualität. Das ist, glaube ich, so ein bisschen so eine Mischung auch
aus den Punkten, die jetzt dann danach noch kommen und auch dem Punkt Subculture, was da vorkommt. Ich finde es einfach cool, wenn man sich was holt, was jetzt nicht unbedingt jeder anhat, aber ist jetzt auch nicht das unbedingt Wichtigste. Punkt 2 auf meiner Liste, wonach ich eigentlich mainly einkaufe, ist ganz klar für mich einfach der Preis. Ich sehe es nicht ein, 500 Euro für irgendein Klamottenstück auszugeben. Ist mir einfach zu teuer, finde ich einfach zu dumm so. Da ist eine Grenze bei mir überschritten, wo ich sage, das brauche ich nicht, bevor ich 500 Euro für Klamotten ausgebe. Weiß ich nicht, kaufe ich mir Möbel oder würde dann doch vielleicht überlegen, mal meinen Führerschein zu machen oder so einen Scheiß. Und der wichtigste Punkt für mich ist natürlich der Look und am Ende das Design. Jetzt habe ich den Faden verloren. Das ist immer scheiße, wenn neben mir niemand sitzt und ich nicht Fragen stellen kann. Aber ich denke, es ist auch selbsterklärend, ist ja ganz klar. Look und Design ist Punkt Nummer 1. Ist natürlich beschissen, wenn alle Punkte davor so ein bisschen drunter leiden. Also ich würde mir jetzt nicht den allerletzten Fetzen anziehen, der eine super beschissene Message hat, nur weil ich finde, dass der cool aussieht. Aber am Ende geht es ja trotzdem darum, was habe ich an, wie sieht der ganze Spaß aus und wie steht mir das. Deswegen Look und Design hier Punkt Nummer 1. Und wenn man das jetzt mal so ein bisschen checkt mit dem Bubble Brands, die wir uns jetzt hier so angucken, dann ist der Punkt, der mir total egal ist, ist die Qualität. Können wir überall einen Haken dran machen, die haben alle eine gute Qualität, ist überhaupt gar kein Problem. Punkt 2, Subculture und Zugehörigkeit, meiner Meinung nach non-existent bei den meisten Marken jedenfalls, da geht es in keine Richtung, das ist einfach nur haha, Fashion cool. Produktion und Nachhaltigkeit, auch ein Punkt, der da keine Rolle spielt. In den meisten Fällen jedenfalls klar ist dann mal die Plastiktüte keine Plastiktüte, sondern sustainable und man kriegt mal eine Papiertasche oder irgendwie so ein Kram, aber das ist nicht Nachhaltigkeit, sondern da wird immer noch viel in irgendwelchen Schwellenländern produziert, wo man nicht ganz genau weiß, was passiert. Individualität ist eine Sache, die schwierig zu sagen ist, weil dadurch, dass die Brands so populär sind und es ja so viel Stuff gibt, finde ich, ist das mit der Individualität dann schon wieder schwer. Theoretisch ist ein Peso schon so medium individuell, wenn man jetzt so die größte Brands von den allen nimmt und sich das anguckt, aber dadurch, dass es halt jetzt einfach so Mainstream schon geworden ist, dann schon eher wieder nicht mehr. Das heißt, da bin ich dann bei den meisten Marken eigentlich auch raus. Preis ist in jedem Fall stabil, das können sie, also Qualität und Preis in beiden Fällen top. Und Look und Design ergibt sich ja auch so ein bisschen aus Subculture, Individualität. Ist mal mehr, mal weniger cool. Ich habe jetzt hier zum Beispiel das Trend Vision T-Shirt an, ja, hier. Absolut in Ordnung so als Everyday-Ding, aber ich habe noch nie so ein Keypiece da gesehen, wo ich dachte, Alter, krass, das ist so ein Grail, das will ich unbedingt haben. Aber das, finde ich, ist bei Streetwear auch immer ein bisschen schwer. Aber wir merken schon, hier sind für mich tatsächlich elementare Punkte eben nicht vertreten, sondern es ist halt leider Gottes, und das haben die Jungs ja auch angesprochen, auf der kommunikativen Ebene ein bisschen dünn. Und ich glaube, das ist das Problem dabei. Ich würde nicht sagen, dass das Fast Fashion ist, sondern ganz normale Basic Streetwear, auch ein Supreme, auch ein Stussy, auch ein Nike oder alle anderen Brands, Adidas und keine Ahnung was, das wäre ja dann am Ende genauso Fast Fashion wie jetzt irgendein 6PM oder ein Peso oder irgendwas anderes oder Modern Fast Fashion, wie die Jungs das hier tätowieren. Und das gibt es ja auch schon seit Jahren und Jahrzehnten, dieses System. Also den Begriff an sich unterschreibe ich nicht. Viel von dem, was die Jungs gesagt haben, ist natürlich aber richtig. Mich würde mal interessieren, wie ihr den ganzen Spaß seht. Was sind so eure Punkte? Was ist euch am wichtigsten? Ich glaube, ich bin mit meinen Qualität ist mir egal, relativ alleine. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das viele Leute so sehen, weil es ja doch auch immer bei unseren Brandchecks eine Sache war, wo ultra viele Leute darauf geachtet haben, dass die Qualität am Ende stimmt. Mir ist es tatsächlich egal. Und gerne einfach immer unten in die Kommentare rein, wie ihr diese ganze Thematik bewertet und ob das für euch jetzt hier ein großes Problem war oder nicht. Ich habe mir schon wieder im Mund fusselig gelabert. Ich merke, es geht mir gar nicht gut rein, wenn hier niemand neben mir sitzt, außer die Pflanze und ein neuer Hintergrund, und würde deswegen jetzt hier das Video auch schon beenden. Ich sauf meinen Kaffee aus und sag mal, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, Freunde. Ciao.